Tagesthema Elektromobilität. Jeden Tag ein Gedanke zur Elektromobilität. Gleich auf dem Kanal von Tesla Fan. Hallo, hier ist wieder Tesla Fan mit dem Tagesthema zur Elektromobilität. Über ein Abo würde ich mich riesig freuen. Daumen hoch fürs Video ist immer klasse. Und unterhalb des Videos findet ihr wie immer die Links zu den Internetseiten, wo ich die Informationen habe. Dann gibt es einen Link für meinen Twitter-Account, für die Versicherung, die ich für meine Elektrofahrzeuge nutze, für die CO2-Zertifikate, wo ich meine CO2-Zertifikate vermarktet habe. Ihr könnt mir unten reinschreiben, wenn ihr den Weiterempfehlungslink haben wollt, weil ich muss euch da direkt anschreiben per E-Mail. Also falls jemand Interesse hat, kann er das machen. Dann kann ich das machen, kann er sich sozusagen da die Vergünstigung holen. Wenn du einen neuen Tesla kaufst. Und natürlich ein paar Videos sind da auch drin. Lasst uns anfangen mit dem Tagesthema, also Elektromobilität am Samstag. Ja, und ihr glaubt das wohl nicht, aber das ist, glaube ich, das fünfte oder sechste Mal, dass ich das Ganze aufnehme. Waren immer irgendwelche Sachen dazwischen gekommen. Aber so wird es flüssiger, mal sehen, ob es jetzt besser wird oder ob ich schlechter werde bei dem Ganzen, wenn ich das jetzt wiederhole, was ich jetzt schon fünfmal gesagt habe. Also, der nächste Versuch. Tesla Model 3 Highland. Ja, das wird jetzt getestet, intensivst getestet in China. Und die Produktion steht bevor. Man geht davon aus, dass das entweder noch dieses Jahr losgeht oder spätestens Anfang nächsten Jahres mit den neuen Fahrzeugen, eher dieses Jahr wohl. Was man so sehen kann, ist die ganze Karosserieform so ein klein bisschen breiter geworden. Das heißt, so ein kleines bisschen näher an das Model S angelegt. Das alte Model 3 war ein klein bisschen runder vorne, sieht jetzt ein bisschen gediegener aus. Ob man das mag oder nicht, ist ja immer Geschmackssache. Also muss man sehen, wenn das nicht mehr mit irgendwelchen Sachen verdeckt ist. Eine weitere Sache ist, dass der Einsteiger oder das Einstiegsmodell günstiger sein soll als das jetzige Einstiegsmodell. Ob das stimmt, ist natürlich fraglich. Könnte aber sein, da die Produktionsmethodiken wesentlich verbessert worden sind und die Kosten damit wesentlich niedriger sind, kann man eben kostengünstiger auch ein Auto verkaufen und damit die Konkurrenz weiter schocken. Das wäre natürlich gut für die Kunden, wenn wir hier ein Auto günstiger kriegen, da ja die Förderung wegfällt und damit so um und bei, ich glaube, was sind das, 3.000, 4.000, 500, irgendwie sowas an Zuschüssen wegfallen, wenn Tesla sozusagen das kompensieren kann. Am besten wäre natürlich, wenn sie noch ein bisschen günstiger wären, sodass das Auto wirklich auch für den Kunden dann am Ende nächstes Jahr günstiger wird. Und die dritte Sache, die jetzt dazu gekommen ist, dass höchstwahrscheinlich es eine Variante gibt mit einer großen Kofferraumklappe. Also so wie beim Model S. Da bin ich allerdings skeptisch. Ich habe da ein Foto gesehen bei Twitter. Ich habe das jetzt nicht mit reingenommen, weil ja, ich glaube, das ist ein Model S gewesen, was dort gezeigt worden ist. Wenn das kommen würde, wäre natürlich super, weil das ist so das, was mich bei dem Model 3 immer so ein bisschen zurückgehalten hat. Ich fand diese kleine Kofferraumklappe nicht so praktisch. Ich finde so eine große besser, weil man dann besser Sachen reinkriegt. Wenn der Hund hinten mitfährt, hat er wie im Kombi eben seinen Platz mit der Scheibe, die hochgeht. Also kann da rein. Also das ist natürlich, wäre schon gut. Gibt es zwei Varianten? Gibt es eine mit einer kleinen Kofferraumklappe und eine mit der großen? Ich glaube nicht. Rein aus der Produktionsphilosophie von Tesla ist es so, dass sie lieber ganze Produkt, die ganze Produktpalette in einem System bauen, dass sie dort auch, wenn sie jetzt wie bei dem Model S und X, da haben sie ja so eine abgemagerte Variante in den USA im Angebot. Da ist aber in Wirklichkeit nichts verändert, da haben sie nur softwaretechnisch etwas abgeriegelt, also ein bisschen von der Batteriekapazität weggenommen. Haben sie damals bei dem 60er, den ich gekauft hatte, auch. Ich hatte einen 75er, aber einen 60er gekauft, was auch sehr gut war, denn ich konnte das nachher freischalten. Ja, und da glaube ich,
deswegen denke ich, entweder es gibt die große Klappe, denn aber für alle Fahrzeuge, oder es gibt die kleine. Ich denke nicht, dass es zwei unterschiedliche Varianten geben wird, denn das erhöht den Produktionsaufwand, erhöht die Kosten. Und ich glaube nicht, dass Tesla das so haben möchte. Aber ich kann ja falsch liegen. Die große Klappe wäre super. Ja, der zweite Neuankömmling. Das ist der erste, weil ein Model 3 gibt es ja schon. Der Neuankömmling ist ID.7. An sich der Passat von VW als elektrisches Fahrzeug. Wenn man ihn sich anguckt auf dem Bild, er hat so ein bisschen, finde ich, hat er auch Ähnlichkeit mit dem Passat. Sieht sehr hübsch aus, also finde ich ganz sehr ansprechend. Das Auto sieht gut aus. Und von den Preisen her liegt das Fahrzeug bei 57.000 Euro. Also 57.000 Euro ist der Wagen im Einstieg. Ja, natürlich gibt es bei VW wie immer irgendwelche Konfigurationsgeschichten dazu. Ob das Einstiegsmodell ausreicht, ich habe zum Beispiel gesehen, dass die Wärmepumpe dazu konfiguriert werden muss. Eine Sache, die in einem Elektroauto immer dabei sein sollte, aber so what? Dafür ist das Head-Up-Display immer dabei. Gibt es zwei Displays oder ein Display im Cockpit? Das kann ich nicht hundertprozentig sagen. Wenn man ein Head-Up-Display hat, hat man theoretisch ja nicht die Notwendigkeit, ein vorderes Display weiter zu haben. Aber zumindest so wie die ID.3 und die anderen Fahrzeuge sind, die haben ja ein zweites Display. Könnte ich mir gut vorstellen. Die Reichweite von dem Fahrzeug mit 634 Kilometern ist sehr gut. Liegt damit in Schlagweite zum Model S. Mehr als beim Model 3. Der Preis ist teurer als das Model 3, aber wesentlich günstiger als das Model S. Ja, wenn man sich dann die Top-Variante, 621 Kilometer, genau so war das. Ja, auf jeden Fall, die Top-Reichweite soll für ein Modell, was später rauskommt, bei 700 Kilometer liegen. Ich glaube, die 600 Kilometer sind super, 700 Kilometer sind natürlich auch gut. Nimmt man mit. Ich persönlich fahre sowieso nach 2 bis 3 Stunden raus. Manchmal sogar früher. Ja, dann brauche ich mein Bio-Break. Habe ich es geladen, dann fahre ich 100 Kilometer und fahre wieder raus und habe noch ein Bio-Break wieder. Also für mich ist das alles vollkommen in Ordnung. Natürlich mein Model S 75, das war grenzwertig, wenn man längere Strecken fährt. Wenn man mal längere Strecken fährt, ist das gar kein Problem. Aber wenn man wirklich längere Strecken fährt, dann war das Model S 75 eingeschränkter. Dass der Long Range in diesen Reichweiten ist, wie der ID.7, super. Davor hatte ich ein Mercedes Diesel Hybrid, also ein interner Hybrid, 1200 Kilometer. Da habe ich, wenn ich denn nicht irgendwelche langen Strecken gefahren bin, sondern nur wirklich städtisch unterwegs war, wusste ich immer nicht mehr, wo ich tanken muss. Weil, ist die Tankklappe rechts oder ist sie links? Das war immer die Frage. Es gab noch nicht diesen kleinen Pfeil, den es heute gibt. Ja, und wenn ich mit dem losgefahren bin, habe ich so nach 2 Stunden eine Pause gemacht. Und wenn ich mehr als nach Cottbus gefahren bin, habe ich 2 Pausen gemacht oder 3 Pausen gemacht. Also insofern, für mich ist die Elektromobilität optimal, passt zu meinem Rhythmus, so wie ich unterwegs bin. Andere Menschen fahren eben mit so einem Fahrzeug, so einem Diesel vielleicht, die 1200 Kilometer durch. Und halten gar nicht an, weil sie es können. Ist ja auch jedem so, wie er es mag. Aber grundsätzlich gesehen glaube ich, für die meisten, die unterwegs sind, auch rein von der Konzentration, ist es gut, wenn man so nach 2 Stunden eine Pause macht. Und heutzutage 30 Minuten Pause,
ist der Wagen wieder auf 80% geladen. Und ja, man muss das nicht mal machen, weil wenn man 2 Stunden gefahren ist, wird er nicht leer gefahren sein. Aber ungefähr, man sollte nach 2 Stunden immer 15 bis 20 Minuten Pause auf jeden Fall machen. Zumindest ist das so ein Vorschlag oder Empfehlung, passt das also. Also insofern, die Fahrzeuge, die 600 Kilometer sind absolut top. Und dazu gehört jetzt der ID.7. Ich finde, dass es ein schönes Auto ist. Wer ein VW fahren möchte, wer diese Form möchte, vielleicht auch die Bedienung innerhalb des VWs, was ich nicht weiß, wie das jetzt genau ist, liebt, der wird sich so ein Fahrzeug kaufen, weil das auch preislich gesehen in einem Segment liegt, wo es doch mehr Leute gibt, die sich ein Auto leisten können. Wir kommen noch zu anderen Fahrzeugen. Aber erstmal bleiben wir noch weiterhin bei Limousinen und da kommen wir zum Polestar 2. Polestar 2, 150.000 Autos mittlerweile verkauft von diesem Fahrzeug. Sehr beliebtes Fahrzeug. Ob man das vom Aussehen her mag oder nicht, das ist ja immer dann Geschmackssache. Manche mögen es mehr so die runde Form, die ist ein klein bisschen kantiger, markanter, das Fahrzeug. Ich finde, das sieht auch ganz hübsch aus. Da gibt es jetzt ein Upgrade oder ein neues, neuen Polestar 2, 49.000 Euro, also 48.999 kommt da raus. Händlerpauschale wieder ab und so weiter, aber 6,4 Sekunden von 0 auf 100, vernünftige Beschleunigungswerte, Reichweite 518 Kilometer. Also für den Preis ein sehr gutes Auto, vergleichbar mit dem Model 3. Da ist nicht so viel Unterschied, der liegt dann hier bei 47, glaube ich. Wenn man die Händleranteile abzieht, ist ein bisschen teurer als ein Model 3. Hat ein bisschen mehr Reichweite als ein Model 3, ist ein bisschen langsamer als ein Model 3. Also insofern, ja, vom Aussehen her ist das Geschmackssache, ob man das eine oder das andere gern mehr mag. Der Long Range hier mit 654 Kilometer, was auch sehr beeindruckend liegt bei 53.000. Also wirklich preislich gesehen sehr gute Angebote vom Polestar. Deswegen kein Wunder, dass das Auto sich gut verkauft. Ja, kommen wir zum Segment SUV. Das Segment SUV ist ja ein Fahrzeugsegment, was immer größerer Beliebtheit sich erfreut, was viele Leute dann kritisieren, ja, warum fährt man mit so großen Autos durch die Gegend? Ja, jedem das sein, finde ich. Und wer ein SUV fahren möchte, ich möchte ein SUV irgendwann fahren. Oder demnächst mal sehen, wie sich das alles ergibt. Auf jeden Fall finde ich das sehr bequem, so ein Fahrzeug zu fahren. Aber das ist ja eine Sache, da muss jeder selber entscheiden, was für ein Fahrzeug er fahren möchte. Vom Aussehen her finde ich, dass Limousinen schön aussehen. Aber das ist auch für Geschmackssache. Ich glaube, so ein Model X oder EQS oder so etwas, die sehen, ja, sind nicht schlecht, aber sehen nicht so hübsch aus wie die Limousinen dazu. Deswegen, ja, da muss man sich das angucken. Aber von praktischen her, man hat eine super Übersicht, man sitzt da drin sehr bequem, kommt rein und raus, klasse. Also finde ich schon ganz gut. Was gibt es da Neues? Der EQC. Ja, der EQC kommt raus und soll dann sozusagen die Lücke füllen zwischen dem B und dem EQE. Preislich gesehen, der EQE liegt irgendwo was bei 78, jetzt ist 74.000 Startpreis. Kriegt man nicht bestellt, weil die werden noch nicht produziert. Wie auch immer. Auf jeden Fall
kommt demnächst. Der EQC, wenn man dann noch sagt, man hat ein EQD dazwischen, ich weiß gar nicht, ob man ein EQD baut, ich glaube, es gibt sowas noch nicht. Aber wenn man dann noch einen zwischenquetschen will, dann wäre das ja so, dass man, ja, vielleicht baut man da so einen größeren für mehr Personen. Aber auf jeden Fall, dann müsste man preislich gesehen irgendwo eine Lücke lassen. Also ich denke, der EQC wird anfangen bei 65. Und deswegen ist es auch kein Konkurrent zum Model Y. Denn der Model Y ist in einer anderen Liga. Der spielt in einer wesentlich preislich anderen Liga. Das kann man die beiden Autos nicht miteinander vergleichen. Man kann sie natürlich vergleichen, denn von der Größe her zum Beispiel, ein Model Y ist ein Riesenauto. Und ein Model EQC wird, ich glaube, nicht so groß sein wie der das Y. Wird anders fahren, wird nicht die Beschleunigung haben, wird dafür mehr Komfort haben, wie Mercedes eben ist. Auf jeden Fall, der kommt raus. Ihr seht, das ist ein Camouflage, soll 25 rauskommen. Ganz bestimmt ein wichtiges Bindeglied zwischen EQA, EQB und EQE. Preislich gesehen sind Mercedes einfach in einem teureren Segment. Ob das sich mal irgendwann ändert, weiß ich nicht. Solange die Leute die Fahrzeuge für die teuren Preise kaufen, werden die ganz bestimmt nicht im Preis sich verändern. Und ja, die haben eben Mercedes, ich bin lange Zeit auch selbst Mercedes gefahren, hat vom Innenraum und vom Gefühl her, ist ja schon was Besonderes. Bin Audi auch gefahren, Toyota und ja, alles unterschiedliche Fahrzeuge für unterschiedliche Menschen. Also ist der Toyota super, super zuverlässiges Fahrzeug. Also insofern ganz unterschiedliche Autos und der EQC wird ganz bestimmt diese Lücke füllen können. Preislich gesehen wird das auf jeden Fall kein Schnäppchen werden. Apropos Schnäppchen, der Q8, ja, der liegt in einer anderen Liga, der liegt so irgendwie was bei EQE. Größe. Und wenn man den voll ausstattet, dann kann man auch bis zum Model X kommen. So ist das mit diesen Preisen bei Audi. Ja, der ist ein sehr schönes Auto. Von der Reichweite hat er einen unheimlichen Sprung gemacht. Bis zu 600 Kilometer WLTP Reichweite, wenn man den Sportback nimmt, 580 oder so etwas für den normalen. Hat eine riesen Batterie mit 106 Kilowattstunden zur Verfügung stehender Batteriekapazität, 114 insgesamt. Das heißt, 8 Kilowattstunden sind Puffer oben und unten eingeplant für das Fahrzeug, was ja alle Hersteller machen, dass sie einen gewissen Puffer da drin haben. Und hat jetzt eben seine Reichweiten von EPA Reichweite gekriegt und dort ist er angesiedelt mit 285, 300 und 296 Meilen für das große Modell, für den 55er. Das ist natürlich nicht so weit, wie die Teslas kommen, zumindest nach der EQE, nach der EPA-Reichweite. Nach der WLTP-Reichweite sind sie ähnlich wie die Teslas. Das ist immer so ein bisschen, aber der VW-Konzern insgesamt in Amerika meistens die Angaben niedriger, als sie bei den anderen Herstellern sind. Und da kommt man meistens näher an die Reichweite, die angegeben ist, als bei anderen Herstellern, die größere Reichweiten dort angeben. Ja, ein Hyundai Kona. Ja, wir haben einen. Meine Frau ist damit sehr zufrieden. Fährt sich super, super ausgestattet. Gibt es jetzt den neuen? Die Produktion hat gestartet in Tschechien. Das heißt, man kann jetzt den neuen kaufen. Ich schätze mal, wird jetzt über das nächste halbe Jahr, wird er irgendwann dann ausgeliefert werden. Ja, schönes Auto, ohne Frage. Die Preise, ich denke, sie sind insgesamt ein bisschen teurer geworden, was mich verwundert, weil die Konkurrenz mehr
Preise reduziert hat als erhöht hat. Trotzdem, die haben den Preis ein bisschen angehoben. Ja, die Reichweiten sind weiter. 377 jetzt für den Kleinen, der war vorher bei 340 oder so etwas. Also hat da Runde oder 335, hat jetzt Runde 40 Kilometer mehr Reichweite. Und der Große hat 514, der hat Runde 50 Kilometer mehr, nicht ganz, Reichweite bekommen. Sehr schön. Aber bei den Preisen muss man immer gucken, was für Ausstattungsvarianten sind das, die dort angeboten werden. Insofern kann ich im Moment noch nicht sagen, ob der nun wirklich teurer geworden ist oder ob einfach Ausstattungsvarianten es nicht mehr gibt. Dass man Basisvarianten rausnimmt und dadurch eben die Preise teurer sind, weil er eben nicht die Basisvariante für den Preis gibt, sondern die Premium-Variante für den Preis. Muss man mal gucken, hatte ich noch keine Zeit zu. Könnt ihr ja mal machen. Und weiter geht's mit SUVs. Ja, Kia. Bei Kia haben wir ja den EV6, der sehr erfolgreich ist. Wir haben den EV9 jetzt, den großen SUV. Und jetzt gibt es davon einen geschrumpften kleinen SUV, den EV5. Der sieht ähnlich aus wie der EV9 hier. Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob das nicht der EV9 ist, der da gezeigt wird. Steht hier, dass es der EV5 sein soll. Denn sehen sie wirklich verdammt ähnlich aus. Der Wagen soll preislich gesehen unterhalb des EV6 sein. Der fängt bei 47.000 an. Ist natürlich gut. Vielleicht kriegt man ja den EV5 irgendwas um die 40.000. Jetzt kommt es auf die Batterievarianten an. Wenn dieselben Batterievarianten wie beim Kona dort genutzt werden, dann würde er irgendwas um die 377 bzw. 500 Kilometer machen können, was ganz gut wäre. Aber da ist eben der 500 Kilometer Reichweite, fängt bei 47.000 an. Also da muss man mal gucken, wie denn nun wirklich die Fahrzeuge nachher platziert werden. Denn der EV5 soll die 400 Volt Technik, das kommt einfach darauf. Ich denke, das spitzt sich darauf zu, dass das der Kona, so wie der Niro vorher, jetzt das EV5 heißt eben dann nicht mehr Niro, sondern EV5 und der ist dann eben mit der Technik ausgestattet wie bei dem Kona. Das könnte ich mir gut vorstellen. Laden. Ja, wenn man das Laden planen möchte, der kann natürlich Google Maps jetzt nehmen. Da gibt es auch die E-Lader. Und zwar müsst ihr dann, da oben gibt es ja meistens Favoriten, da sieht man keine E-Ladestellen, aber wenn man die Punkte nimmt, da kommt man auf die E-Ladestellen. Ich weiß jetzt nicht genau, man soll mit dieser neuen Version auch die Ladeplanung machen können, dass man eine Strecke eingibt und dann eine Ladeplanung darüber machen kann. Habe ich noch nicht ausprobiert. Ich mache das über das Auto. Bei meiner Frau machen wir es auch über das Auto, dass wir das sozusagen machen, oder haben dann einen Better Route Planner, den wir nehmen. Aber wenn Google Maps das macht, ist natürlich super, wenn die eine gute, weil die mit der Software schon sehr gut sind. Die Google Maps Software sind schon klasse. Ja, gucken wir mal. BMW hat jetzt 500.000 Ladepunkte. Dabei weiß ich nicht hundertprozentig, ob das alles eigene Ladepunkte sind oder Ladepunkte anderer sind, die sie innerhalb ihrer App haben. Ich könnte mir eher das Zweitere vorstellen. Sie haben unheimlich viele Schnelllader gebaut, bauen noch weiterhin unheimlich viele Schnellladepositionen, was wichtig ist, weil das ist die Grundlage, dass man eben, wenn man mit seinem Auto unterwegs ist, sein Fahrzeug schnell laden kann. Egal, ob man einen Dacia fährt, Spring, will man sein Auto schnell laden, oder ob man den Mercedes EQS fährt. Man möchte an eine Ladestelle gehen, womit man das Auto schnell laden kann, wie das Auto eben geladen werden kann, damit man große Strecken machen kann. Ich habe bis jetzt, wenn ich jetzt unterwegs bin, an sich eine relativ gute Erfahrung gemacht. Nun fahre ich aber Tesla und fahre da durch die Tesla-Stellen. Ne? Die sind aber jetzt ja auch offen. Das heißt, die kann man ja mitnutzen jetzt, oder nicht alle, aber viele. Man kann da in die App gehen, kann dann darüber laden. Die neuesten kann man sogar mit einer Karte bezahlen. Da gibt es allerdings erst 2-3 Stück von.
Die haben dann auch längere Kabel, was besser ist für Fremdfahrzeuge. Ansonsten blockiert man, kann das zu Ärger führen, wenn man da mehrere Sachen blockiert, weil man nicht anders rankommt an die Ladestelle. Aber trotzdem sehr gut, GmbW 600.000. Ja, und kommen wir zu guter Letzt zu dem Speicher. Ja, Speicher sind natürlich wichtig, gerade wenn man erneuerbare Energien hat, fluktuierende Einspeisung hat, muss man irgendwo Energie einspeichern und nachher wieder nutzen. Die Batteriespeicher, ja, ob die wirklich das volle Speichern machen können, weil im Moment ist ja Wasserstoff und so weiter noch im Gespräch. Ich glaube, gerade wenn es um die Wärme geht, elektrisch heizen, ich glaube, dass man ein Wasserstoffnetz aufbauen muss oder zumindest ein Netz, womit man grünen oder grünen Wasserstoff oder grünes Gas macht. Ammoniak ist, glaube ich, das, was man auch herstellen kann. Aber da kann ich jetzt falsch liegen. Auf jeden Fall, man braucht aus meiner Sicht Gas für die Wärmeproduktion. Jetzt werden wieder viele sagen, ach, das geht alles über Wärmepumpen. Ich glaube, dass man sehen muss, dass man Wasserstoff herstellt. Ist nicht das Optimum. Auf jeden Fall nicht das Optimum. Nein, ist es nicht. Aber ich denke, dass Wärmepumpen, zumindest die Wärmepumpen, die heutzutage angeboten werden, es gibt nur ganz wenige Hersteller, die wirklich gut sind. Der Lärm, der dort entsteht bei den Wärmepumpen, ist so ein kleines bisschen eine Problematik. Lärm in Anführungsstrichen, das Brummen der Lüfter. Dass man dann mit Gas heizt, und zwar mit grünem Gas, wäre natürlich super. Daher ganz auf Batterien glaube ich nicht. Ich glaube, man braucht Wasserstoff oder andere Gase, die man herstellt aus grüner Energie. Aber diese Speicher sind schon wichtig. Und mittlerweile, 2023, sind schon insgesamt 72,4 Gigawattstunden an Speichersystemen aufgebaut worden im ersten Halbjahr. Ist eine ganze Menge. Ein Kernkraftwerk produziert in 24 Stunden 24 Gigawattstunden. So. Und Hamburg braucht in der Spitze 2000 Megawattstunden, also 2 Gigawatt ungefähr. Vielleicht auch 2,5. Das heißt, so 3 Kernkraftwerke zum Absichern, aber eben nicht immer. Jetzt, wenn man alles über Wärme macht, also über Wärmepumpen und so weiter, dann ist das natürlich schon extrem, weil wenn man sich anguckt, wir verbrauchen 500 Terawattstunden, etwas mehr als 500 Terawattstunden. Elektroautos bringen da ungefähr 100 extra, 115, 120 Terawattstunden extra, was fast nichts ist. Also Elektroautos ist nicht das Problem, aber die Wärme ist so bei 1500 Terawattstunden, das heißt das Dreifache. Selbst mit den Wärmepumpen und so weiter wird man noch bei 700, 800 Terawattstunden liegen. Das heißt, man mehr als verdoppelt das. Ja, daher die Sache mit den Peaks und so weiter und der Speicher ist gut. 72,4 Gigawattstunden ist schon ganz enorm. Wer ist der größte Produzent? Tesla. Tesla ist der weltweit größte Produzent für Speicher. Dahinter kommt BYD, die waren vorher. Die größten sind jetzt ein bisschen vom Tesla eingeholt worden. Tesla hat die Produktion einfach extrem ausgeweitet. Ja, und die Tesla Wall, der Speicher für zu Hause. Ich hatte mich dafür interessiert, gibt es aber keinerlei Möglichkeit, den installieren zu lassen, weil es keine Installateure gibt, die das machen. So habe ich jetzt einen Speicher vom BYD Fennekom. Hatte ich vorher auch schon. Dazu gibt es einen extra Bericht mal, wenn ich ein bisschen Zeit habe. Spätestens nächstes Jahr geht's los. Gut, das soll es aber für heute gewesen sein. Nun hoffe ich, dass alles funktioniert hat
dass ich das Video dann jetzt auch fertig kriege und rausschicke. Bis zum nächsten Mal. Euer Tesla-Fan.